Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Landwirtschaftstomate 2015 Part 16. Ja, wir waren stehen geblieben. Ich hatte euch gezeigt, wie ich stehen. Nein, 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 was macht der denn da? Ey, stehen bleiben. Das nimmst du aber schön mit hier, mein Lieber. Achso, der macht ja, stimmt, der macht ja noch weiter. Ja. Dann würde ich mal sagen, fahren wir mal schnell nach oben zum Mähdrescher. Und warten ab, bis er voll ist. Oh Mann, wenn ich jetzt überlege, in einem knappen Monat ist schon wieder soweit, schon wieder Weihnachten. Freue ich mich mal gar nicht drauf irgendwie. Weil das Problem ist immer, wenn es in Richtung Weihnachten geht, das heißt immer schnell, schnell, schnell arbeiten, arbeiten, arbeiten in der Schule. Und ja. Ja. Oh Mann. Mein Gott, ey. Warum kann man das Mähwerk nicht einfach so wie beim Maishäcksler so nach vorne zusammenklappen, ey?
so mal eben just den Korntank leeren. Ja. Hat man so ein bisschen Abwechslung, ne? Wollte ich euch gerade mal die Mods zeigen. Kategorie Mods. Ja, schade, dass man nicht mehr alle aufrufen kann. Ja, bei Traktoren habe ich jetzt halt noch zwei Fend. Ein Frontlader, das ist so ein Ball, so eine Ballengreifschau für Quaderball. Und dann kann ich 3 Stück gleichzeitig mitnehmen. Also finde ich nicht schlecht. Dann eine Krone Big M 500. Ein Tieflader Sämaschine, da ist eine 18 Meter Sämaschine. Finde ich zwar persönlich ein bisschen übertrieben, aber ja, ist ja nicht mein Ding. Die verstehe ich zwar nicht, wofür die ist, genau. Weiß ich jetzt nicht genau, warum ich die eigentlich habe. Ja, einen Güllefass, noch ein Krone Big M 500 Spezial. Ein paar Pressen, noch ein paar Anhänger, ein Frontgewicht mit Abschleppseil, einen anderen LKW, einen Fahrsilo Strohkraftwerk, da ein bisschen was, da Windrad, hier eine kleine Lagerhalle, eine Solaranlage, ich weiß gar nicht, was die bringt. Ja, und das war's eigentlich auch, wenn ich schon wieder. Aber jetzt will ich gerade mal was gucken. Kumpel meinte zu mir. Na klar, kann man hier. Ja, Kumpel meinte zu mir nämlich, dass man angeblich kein Windkraftrad machen kann. Darum hatte der mir jetzt einfach den Mod gegeben, weil wir online gespielt hatten und er die hatte. Aber da weiß ich gerade echt nicht, wo sein Problem war. Also, besser kannst du wirklich nicht mehr laufen, ne? Irgendwie gingen doch mal die. War das F1? Ja, F1. Kann ich wieder aufrufen, wenn ich es mal brauche. Wenn ich nicht mehr weiter weiß.
So. Dann kann der eigentlich schon wieder fast auf seinen Platz. Was? Ey, das glaube ich ja jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Seht euch mal meinen Kontostand an. Wie kann das denn jetzt auf einmal sein? Wie kann ich denn jetzt auf einmal 503.000 Minus haben? Innerhalb von 2-3 Minuten. Nee, das kann ich jetzt nicht glauben. Nee, ernsthaft jetzt. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Nee, jetzt ernsthaft Spaß beiseite, ja? Finde jetzt auch nicht witzig irgendwie. Ich habe mir ja nichts gekauft. Ich habe 503 Minus. Wie zum Henker kann das sein? Ah, da bin ich ja gleich mal auf meine Aufnahme gespannt. Die werde ich mir nachher erstmal angucken. Ja. Aber wenn ihr wisst, warum das so ist, schreibt mir in die Kommentare. Vielleicht war es einfach nur ein Bug. Aber trotzdem, das ist ja jetzt so unmöglich, ja. Ach so, ich glaube, ich weiß warum. Ja, oh fuck, ey. Ah, der eine, der hat ja so einen scheiß blöden Geld-Cheat, Geld-Mod. Habe ich jetzt erstmal zurückgesetzt. Das ist, wenn man mit einem Mod spielt, den man nicht kennt und den man vom Kumpel hat. Da hatte ich jetzt gerade ernsthaft Angst gehabt, ne Jungs? Ich dachte schon, die Bank will mir meinen Hof wenden. Gerichtsvollzieher hier steht vor der Tür und sowas, ne? Aha, aber mit mir nicht, so. Mit mir nicht. Ne, da ist mir mein Herz jetzt wirklich in die Hose gerutscht. Da habe ich jetzt kleines Schockerlebnis hinter mir.
Oh nein, mein Düngestreuer geht leer. Und das heißt Kosten, Kosten und noch mehr Kosten. Nee, aber da muss ich mir gleich erstmal was anderes überlegen mit dem. Ich glaube, den muss ich gleich erstmal deinstallieren. Weil das geht ja schon mal gar nicht, ey. Vor allem nicht auf F11 und F12, hallo bitte. Da sind schon eigentlich alle Tasten belegt. Ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich schon gesagt habe, ist Part 16. Oh Mann, Part 16, ich gucke hier immer noch mit so Treckern rum, jetzt überlegt mal, 16 mal 25, ja. Das ist unglaublich, ey. Mal 25, das ist, wenn mich nicht irre, knapp 400 Minuten. Das jetzt geteilt durch 60, müssen knapp 7 Stunden sein. Weil, oh, 7 Stunden schon. 7 Stunden, so weniger. Na gut, aber ich habe einen großen Drescher. Ja, was habe ich noch, außer einen großen Drescher? Raps, finde ich mal witzig. 2100 bei der Transportfirma. Wie kommen wir dann jetzt am besten hin? Hab das Gefühl, ich fahre in eine falsche Richtung. Na, eigentlich hatte ich ja gesagt, warten wir ab, bis Raps in die Höhe fliegt, aber ohne Mut nichts los. Und ja. Hundert Prozent, sowas mag ich. Und was auf meinem Konto ist, sowas mag ich nicht. Minus. Gleich kaufe ich mir erstmal Feld 16 hier. Jetzt kommt er wieder nicht außer Buschen, ne? Also, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, nur so ein Erlebnis hatte ich in echt auch schon mal. Dass der Trecker mit so einem dicken Anhänger nicht vorankam. Und ich sag's euch jetzt mal ehrlich, oder uns, war kein schönes Erlebnis. Denn da mussten wir über eine Hauptstraße fahren und dann war da eine Ampel. Und die Ampel, du, bis wir da erstmal aus dem Puschen kamen, ne, mit dem Trecker.
Dachte ich echt, da haben wir gleich einen hinten im Anhänger sitzen. Aber kein schönes Erlebnis. So. Sieh zu. Ich würde sagen, wir machen das jetzt aber so, dass wir immer nur volle Anhänger wegbringen, weil ich jetzt keinen Bock habe, da noch mehr Sprit zu vergeuden. Wegen dem. Ach, 3/4 vollen Anhänger. Darum warten wir ganz einfach. Mit 80.000 auf der Hand, ist das auch wieder schönes Erlebnis. Aber seht ihr, das meine ich ja. Ich fahre jetzt hier mit 40, ja. Und die Autos fahren hier mit 30. In echt wird sich kein Auto überholen lassen vom Trecker, du. Das ist vielleicht ein wow. Ist vielleicht ein Fahranfänger oder so, ne? Aber selbst der fährt schneller als 40. Jetzt dauert das wieder. So, das ist. Ich habe da nichts gesehen von meinem Trecker. Tut mir leid. Hier kannst du tanken. Pass mal auf, das steht da gleich, wenn ich da durchfahre. Treibstoff. Ihr Fahrzeug benötigt Treibstoff, den Sie hier gegen Geld auftanken können. Ja. Da die letzten zwei Sätze, die habe ich jetzt nicht gelesen, ja? Gegen Geld. Ja, oh, da sinkt der Kredit auf 75.000. So, warm Blinker aus, geh wieder vorwärts und bergauf. Wie ist das so schön? Oh Mann, jetzt kommt er wieder nicht bergauf, wie ich sowas hasse! Naja, ja. Wenn jetzt mal nicht. Ne, du. Das geht so nicht weiter. Ich brauche auf jeden Fall einen größeren Trick als nächstes. Ja, das war's dann auch schon wieder mit Part 16. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonnieren nicht vergessen, dann drunter schreiben, vielleicht Verbesserungsinfos, was nicht so gut ist, Kritik wird auch immer gerne angenommen. Ja, gut, das war's dann auch und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Tschüss!